Chat, wir machen jetzt was. Ich habe das aus einem TikTok-Video, deswegen habe ich auch kein Rezept. Aber ich schwöre, das wird gut, glaube ich. Hoffe ich. Das ist irgendwie nicht so wichtig. So, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Das ist nur gleich wieder geil, weil ich natürlich niemals, also wirklich niemals, mich darum kümmere. Ich bin dumm. Nee, ich bin doch nicht dumm. Okay, cool. Chat, ich bin doch nicht dumm. Also die Küche stand nicht in Brand. Aber ich hatte Angst vor dem Waffeleisen. Das Waffeleisen habe ich danach nie wieder sauber bekommen. Deswegen hat meine Mutter es kassiert und hat gesagt, ich krieg's nie wieder. Aber jetzt, wo ich gesagt habe, ich will es nochmal ausprobieren, habe ich es wieder bekommen, aber nur unter Absingen von schrecklichen Liedern. Ja, und deswegen ist das Waffeleisen wieder da. Und ich bin sehr gespannt. So. First of all, brauchen wir ein bisschen Clip da. Dankeschön. Dankeschön. Hier noch das Schlecki. So. Chat, wie viel Reis machen wir? Weil ich überlege, ob ich was für Stefan und Jana mitmache. Deswegen würde ich fast sagen, wir machen mal so 400 Gramm. Ist 120 Gramm nicht ein bisschen viel? Also ich mache normalerweise für mich alleine mache ich 100. Ich glaube, wenn ich was necke, geht es wieder besser. Oh no, hast du dich übernommen? Das ist nicht schön. Die sind nichts gut. Das ist wirklich nicht gut. So, wir fangen einfach mal an, Chat. Ja. Und heute werdet ihr sehen, dass ich nicht lüge, wenn ich meine Avocados zeige. Das klingt sehr schwierig. Ich hasse es, wenn Menschen in meiner Küche sind, die größer sind als ich, Alter. Ich hasse alles daran, wenn Menschen größer sind als ich. Ich hasse alles daran, wenn Menschen größer sind als ich. Weil mein Reiswaschgerät ist da oben. Ich habe Höhenangst. Okay, geht wieder. Ich glaube, ich lasse den einfach mal hier direkt stehen, falls ich ihn nochmal brauche. So! Und Fennec so, sorry! Toll, danke, Fennec. Danke. Was kannst du eigentlich, ey? Toller bester Freund bist du. Toller bester Freund. Super. Aber nur, wenn sie in deiner Küche sind. Oh, wenn ich die auf Tinder finde, finde ich die super. Was? So. Muss man den auch waschen? Mopsi, du verarschst mich doch komplett. Jetzt hast du so... Jetzt fängst du... Nee, die mobbt mich. Ich ignoriere die Katze jetzt. Ich möchte das nicht. So, wir machen 400 Gramm Reis. Im Zweifelsfall habe ich ja noch Brüder, also einen Bruder aktuell. Ha! Oh, Chat, ich bin einfach ein Gott, oder? Ihr seht's nicht. Toll. Ja, aber für vier Personen. Ich esse immer alleine 100 Gramm. Weil ich zu faul bin, das andere auszurechnen. Das heißt, wir brauchen 400, 600 Milliliter Wasser. So. Oh Gottes Willen. Ich glaube, ich kriege Spekulatius zu Ostern. Ich bin mir aber noch nicht 100% sicher. So, Chat. Es gibt ein bisschen Reis-ASMR. Ich weiß nur einfach gar nicht, ob ihr das hört oder so. Wo ist eigentlich meine tatkräftige Unterstützung? Oi. Bah, das sieht ja voll eklig aus. Ja. Ich schwöre, ich bin eine gute Hausfrau. Ich schwöre, ich bin eine gute Hausfrau. Leute, übrigens, wenn ihr euch fragt, warum ihr euren Reis waschen solltet, schaut euch mal das hier an. Deswegen. Wieso kannst du nicht mehr? Hört man alles. Ja, Mopsi ist einfach, hat gerade wieder auf kranke Katze gemacht. Hat ein Schlecki bekommen, lässt es stehen. Und jetzt rennt sie durch die Bude, ey. Ich kann das auch langsam einfach nicht mehr, ne? Manchmal frage ich mich, ob ich nicht lieber einen Hund gehabt hätte, ey. Oh, dann müsste ich mit dem raus. Und das ist echt ein Problem in meinem Leben. So, Reis ASMR. Das ist vor allem schön mit meinen Fingernägeln. So. Chat, was gibt's bei euch heute zu essen?
Das wird mir richtig, ja, doch. Ich habe halt leider keinen Sushi-Reis mehr. Das ist mir aber auch erst beim Planen dieses Kochstreams aufgefallen. Und das war gestern. Und so schnell ist Reishunger dann doch nicht. Also Reishunger ist schon ziemlich schnell. Aber, ne? Hallo? Oh, das sieht doch schon viel. Boah, das sieht viel besser aus auf jeden Fall. So. Friends of the night. This is what we call guter Reis. So. Ich mach gleich mein geiles Chili mit Reis. Oh, geil. Mopsi Rennen und Sieg, ja. Ist echt so, ey. Pommes und Currywurst. Boah, ich muss auch dringend mal wieder Currywurst essen, glaube ich. Während der Reis gleich kocht, machen wir auch was ich auch noch nicht gemacht habe. Vielleicht soll ich das vorher hier reinmachen. Alter, diese Katze macht mich maximal fertig heute, wirklich. Gestern dachte ich, ich muss zum Tierarzt, ne? Da hat Schlecki geholfen. Heute ist sie wieder komplett Banane im Kopf und tut so, als ob sie ganz arm dran wäre, ne? Könnt ihr das glauben? So. Number one. Und dann brauche ich noch mein Messbecherchen. Na? Dicke Katze? Mach hopp! Mach hopp! Ja, feine Maus bist du. Bist du eine feine Maus? Ein feines Mausi bist du. Seht ihr das? Ich weiß es gar nicht. Oh, nee, ich sehe, seht nichts. Okay. Ist sie nicht. Manchmal ist sie schon süß. Ich habe heute einfach keine Ahnung, Stimmungsschwankungen. Rotten to the Core gekostet hat. Tierarzt war das zweimal. Ach du Scheiße. Oha, okay. Heute gibt es frisches Wild. Oh, das ist auch lecker. Wild habe ich super lange nicht mehr gegessen, aber ich esse ja sowieso super wenig Fleisch mittlerweile. Aber so, was hatte ich jetzt vorhin gesagt? Warte mal, was steht denn da drauf? Reiskocher 1 mal 1,25, das heißt, nee, das heißt 500, ne? Ich war kein Mathe-Genie, ich hatte 3 Punkte in Mathe im Abi. Heißt 500. Das andere wäre 1,5. Machen wir nachher noch eine Reishunger-Überraschungsbox. Oha! Ich gebe da jetzt 500 rein. Meint ihr nicht, das vielleicht ein bisschen viel? Naja, das wird schon gut gehen. Tudu. So, und jetzt habt ihr, wenn ihr den Reiskocher benutzt, diesen wunderbaren Modus weißer Reis und dann dümpelt der einfach vor sich hin. Voll gut. In der Zeit machen wir jetzt was Lustiges. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das wird super, Leute. Gewürz. Ich habe kein Gewürz. Hä? Ich habe, was für ein Gewürz? Ich habe nur hier diese Alltagsheld. Der hier. Macht man das da? Oh, ich habe überall Katzenhaare. Macht man das da rein? Curry oder? Ich freue mich schon derb drauf. Oh, das klingt gut. Salz? Salz. Moment. Ein Stopp, Reiskocher. Ich weiß nicht, ob man das da reinmacht. So. Flick und Sieg. So. Umrühren. Jetzt muss ich die Scheiße auch noch um. Wollte mich eigentlich verarschen, oder was? Mann! Nee, jetzt komm her. Ich rühre dich um, du geile Sau. So, wenn du jetzt nicht gut wirst, ne? Ich sag es dir. Dann bin ich sauer. So. Ich verlor einfach. Wie kann denn der Reishunger die Idee haben? Wie konnte Reishunger die Idee haben, dass Kochstreams eine gute Kiste sind, ey? Ich bin nur am Fluchen, ne, Alter? Machst du jetzt irgendein Gewürz rein? Weil das Reisgewürz ist für Alltagsheld. Da ist drinne Salz, Paprika, Zwiebel, geröstet, Knoblauch, Tomate, Pfeffer.
Haben wir jetzt doppelt gereist, gesalzen. Alles Dragul, alles. Wenn es nach Chat geht, habe ich alles falsch gemacht. Alles. Wisst ihr, das Ding ist, ne, in Kochstreams geht immer alles schief, ne? Und das sieht dann immer so aus, als hätte ich gar keinen Plan von dem, was ich hier tue. Aber ich schwöre, ich kann kochen. Ich schwöre, ich kann kochen, okay? Wirklich. Alter, also, Reisunger hat mich ja wohl nicht umsonst gefragt, ob ich Kochstreams für sie machen soll. Ja, Entschuldigung. Wird zu fertigen Reis. Ist mir egal, das ist jetzt da drinne. So, ich muss das hier vielleicht nochmal kurz sauber machen, damit das nicht so schäbig hier aussieht. So. So, wir machen jetzt was Lustiges. Das habe ich selber noch nie gemacht. Das wird eine Katastrophe. Aber wohin mache ich das am besten? Oder mache ich das in der Tasse? Mopsi, ich sehe dich. Ich sehe genau, was du tust, Fräulein. Alles. Mache ich das in der Tasse? Ich will ja Eigelbe einlegen. Ich weiß nur nicht, wie frisch das Eigelb dafür sein muss, aber ja, Fütter, das passt schon. Da sieht die Küche aus wie explodiert. Ist halt wirklich so. Ja! Also. Chat, wir machen jetzt was. Ich habe das aus dem TikTok-Video, deswegen habe ich auch kein Rezept. Aber ich schwöre, das wird gut, glaube ich, hoffe ich. Das ist nicht so richtig. Sie ist so verloren in der Küche wie ich. Das stimmt gar nicht. Ich kann voll gut kochen. Ich mache Kochstreams alles, weil ich schwöre, ich kann kochen. Ja, ich kann kochen, im Gegensatz zu euch. So, und heute wird das Geheimnis der Avocado-Hexe gelüftet. So, ich nehme eine Tasse. Ich glaube, eine Tasse ist okay, I guess. Eine Tasse ist okay. So, Achtung, das wird jetzt ein Experiment, Leute, weil ich brauche das, also ich brauche einerseits auch das Eiweiß, aber ja, ich weiß noch nicht so genau, Leute. Ich weiß noch nicht, ob das gut wird. Das ist okay, oder? I guess. Und zwar legen wir jetzt Eigelbe ein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel da ran musste davon. Ich glaube, wir machen mal zwei. Aber das ist ja voll wenig Flüssigkeit. Wie krass ist, wie groß ist denn ihr Gefäß? Okay, das wird schon gehen. Ja, ich weiß, ich brauche eine zweite Tasse. Wir probieren das jetzt einfach mal, okay? Ich weiß nicht, ob das gut wird, aber bis hierhin probieren wir es einfach mal. Und ich schwöre euch, das wird super. Da ich habe leider gerade keinen frischen Knoblauch da. Aber das wird es auch tun. So. So. Mehr ist mehr, ja. Einlegen würde aber bedeuten, dass es länger stehen muss. Ja, deswegen, ich mache die für morgen. Aber da ich ja heute Eiweiß brauche, ist das heute eine ganz gute Sache, dass ich das mache. Oh Gott, Leute, Eier trennen, ne? Das ist, also. Ich versuche zärtlich mit dir umzugehen, bitte. Ah, hau mich nicht. Ist ja nicht für heute, sondern ich will das einfach nur mal probieren. Bin ich ein King oder bin ich ein King? Also wenn ich mal nicht eine richtig gute... Ich habe Eier drin bei Sahnetorte gehasst. Oh Gott, okay. Wieso mit dem Leugnen machen wir ein bisschen Sorgen um dich? Nein, mach dir bitte keine Sorgen um mich. Das funktioniert schon alles.
Ich schwöre dir, ich weiß, was ich tue. Eiweiß. Oh. Chat, wieder richtiger Comedianpreis heute. Klasse. Ah, oh. Okay. Okay. Also bis hierhin läuft's gut, wa? Ey, immer wenn ich es sage, jinx ich es einfach komplett. Hallo Fallout Deep, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ey, also ich frage mich gerade selber, ob ich im richtigen Stream bin, wa? Oh, perfekt. Ich höre alles, aber sehe nicht immer alles. Das ist vollkommen okay. Kannst du bitte nicht in den Dingeskirchen gehen? Dankeschön. Hat das schon mal jemand gemacht? Oh, das war schlecht. Ich weiß auch noch nicht. Wie lange kann man die ungefähr stehen lassen? Wahrscheinlich schon ein, zwei Tage, oder? Das sieht auch einfach nur ekelhaft aus, ne? Vielleicht wäre es besser gewesen. Nein, die dumme Sau ist kaputt gegangen. Du dumme A. Und was mache ich jetzt? Kann man das trotzdem da drin lassen? Ich weiß es nicht, Leute. Nee, die kommen ja zurück in den Dingeskirchen. Dann geht das Eigelb in der Tasse kaputt. Hast du das schon mal gemacht, Stroh? Ja, ich will, also die werden ja mariniert mit Alkohol. Und deswegen, und ich würde da halt noch eine Folie drüber machen. Und ja, einfach sein lassen, okay. Hätte man mir das gesagt, ne? 4 Tage stehen lassen. Nee, sind mit Alkohol so. 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 Chat, das war ja richtig easy. Ich habe nur fast den Verstand verloren. Das ist okay, I guess. Und zwar, dann habe ich mir nämlich einen Tipp geholt von der guten Dame. Die hat nämlich das so ein Ding da reingemacht, damit die mit das Eigelb auch von oben gedingst wird, mariniert wird und nicht nur von unten. Und das fand ich actually ziemlich schlau. Ich habe Eier in der Hand, das ist so eklig, ne? Oh mein Gott. Oh, ich weiß, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Oh, so. In die Hand gießen, das Eiweiß durch die Finger lassen, das geht am einfachsten. Das ist voll klug, ne? Ich sag's euch, voll schlau wie schlau gewesen, ey. Ey, die macht auch Sashimi und sowas aus TK-Lachs und ich fand das so nice, was sie da veranstaltet hat, dass ich mir dachte, das muss ich auch mal ausprobieren, wa? Und deswegen dachte ich mir, ich mach das heute, weil ich das Eiweiß gut gebrauchen kann für die Waffeln. Dass da zumindest irgendwie so ein bisschen Klebstoff drin ist, weil ich glaube, weiß nicht, ob Jasminreis klebt. Also. So. Ja, kauf für das gute Gefühl. Nee. Wobei doch, ich habe einen Mozzarella gekauft. Das ist natürlich die Frage, ne? Die hier fühlt sich ein Ticken besser an. Okay. Wir machen jetzt hier ganz viele lustige Sachen, Chat. Ja! Das kann erstmal rein, das kann raus. Brauche ich noch irgendwas? Oh ja, das stimmt, den Lachs später. Also den Lachs. So. Es läuft schon wieder alles viel zu gut, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich muss jetzt erstmal hier das säubern, weil Eier.
Mopsi, du kriegst nicht noch ein Schlecki. Oh nein, kriegst du nicht. Dein Ernst, du frisst jetzt lieber Katzengras als dein Schlecki? Ich fühle mich einfach gemobbt, Leute. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mau. Auf, wie du stinkst. Was? Wieso stinke ich? So ein Stream ist das also. Nee, eigentlich ist es nicht so ein Stream, aber... Mopsi, deine erste Katze? Nee, actually, wir hatten damals welche, aber die waren nicht so ein verwöhntes Stück wie Mopsi. Also wir hatten damals, als ich jung war noch, da war ich jung und schön und noch nicht so verbraucht wie heute. Da hatten wir halt drei Katzen, also erst eine, dann drei. Und ich weiß, dass die Katzen Gras brauchten. Wir hatten das damals für unsere nicht. Unsere hatten auch keinen Trinkbrunnen. Da war sie noch nicht weg, genau. Und auf jeden Fall hatten wir damals Katzen und die hatte auch keinen Trinkbrunnen, weil meine Katze hat einen Trinkbrunnen, weil Madame braucht das oder so, man weiß es nicht so genau. Und ja, mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen, oder? So, das ist die schönsten Brettchen, die ich jemals hatte. Ja. Denn wir machen jetzt Vorbereitung für später. Nur die Avocado, die machen wir noch nicht. Als du jung warst, du bist doch jetzt jung. Boah, glaub mal, gerade mit meinem Muskelkater fühle ich mich alt. Aber warte mal kurz, ich glaube, wir brauchen langsam Licht. Ich glaube, es wird dunkel, Leute. Achtung. Perfekt. So. Als du jung warst, war ich schon alt. Nein, bist du sicher nicht, Barbara. Bist du sicher nicht? Nein. So. Wir brauchen ja auch ein bisschen Belag für die Waffeln. Dementsprechend. Schneiden wir die jetzt klein. Liebe Paprika. Das ist aber ein sehr verhaltenes Schlecki-Futter, was ich da drüben sehe, ey. Ich bin jetzt auch nur maximal enttäuscht, aber ist okay. Ist okay, Mopsi. Ich merke mir das. Gibt's von mir halt gar keine Schleckis mehr. Sonst schmatzt sie mir da immer einen vor, ne? Das ist unglaublich. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Wollen wir eigentlich noch Mais machen? So, das hier kann ich ja erstmal zur Seite stellen, weil wir machen jetzt gleich auch noch veganes Teriyaki-Hühnchen. So ein bisschen zumindest. Gurke brauche ich auch, ja. Ja. So. Zeig mal, ob noch alle 12 Finger dran sind. 12 sind es nicht, aber ist okay. Ich bin Frankfurter, daher kommt das. Also Frankfurterin. Weil wir haben ja relativ viele Waffeln, wa? Soll ich noch eine Zwiebel machen? Boah, ich gebe dir nie wieder ein Schlecki. Ein bisschen vegan. Ja, das ist mehr vegan als alles andere. Ich esse halt zu Hause tatsächlich kaum noch. Der Reis fängt an zu riechen. Voll geil. Das ist übrigens ein Vorteil dieses wunderschönen Reiskochers. Du riechst es halt einfach und es riecht so geil. Ich koche immer mit Liebe. Im Zweifelsfall auch mit Herzblut. Aber das ist auf Twitch nicht toss. So. So, aber tatsächlich, ob ich gut kochen kann oder nicht, können euch tatsächlich mehrere Leute sagen. Es gibt Reis, ja! Voll nicer.
Ich wollte auch die ganze Zeit schon den Nicer Dicer von meinen Eltern kapern. Aber irgendwie haben sie mir den nicht mitgegeben. Das finde ich auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Ne, so. Was? Hey, geiler? Geiler, hey, geiler. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Oh nein. Melvik, jetzt macht den Stream noch nicht schlimmer, als er ist, ey. Scheiße. Was stimmt denn nicht mit dir? Mein Gott, ey. Das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Weißt du, da versuche ich einfach family-friendly zu sein, ne? Hin so ein Ding bestellt. Ein nicer Dicer hast du dir bestellt. Das ist ja geil. So. Dudu. Ah, da kommt sie. Okay. So. So. Ein bisschen Öl und so. Und dann, wir haben nämlich hier und neue Messer. Geil. Neue Messer könnte ich ja auch mal gebrauchen. Hahaha. So, warte mal gucken. Jetzt muss ich hier auch nicht mehr. Kennt ihr das von euren Ölflaschen? Dass da, die sind immer ultra ölig außen. Ich weiß nicht, wie es passiert oder so. Aber die sind einfach immer scheiße, ey. Müsste aber auch hingen und fliegen, was genau. Nicer Dicer. Hallo Max Stanley, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Was geht? Wie das zustande kommt. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Jedes Mal, ich packe meine Ölflasche an und bin so like, oh Gottes Willen. So, ich mache das jetzt noch ein bisschen kleiner. Ja, mir geht's soweit super. Und selbst mir geht's auch super soweit. Hier, 10 cm vom Rand weg. Das ist einfach so pain einfach. Oh Gott. Dann, dass am Deckel immer ein kleiner Film die Flasche noch runterläuft. Okay. Wild. Muss man das Teriyaki-Hähnchen eigentlich noch... Ach, ich frage einfach gar nicht erst, ey. Jedes Mal, wenn ich Fragen stelle, weil ich einfach hier freestyle und einfach vor mich hinkoche... Sagt Chat dann, ja, du hättest dir auch mal ein Rezept holen können, statt uns zu fragen. Aber Chat ist halt meine Schwarmintelligenz. Manchmal auch meine Schamintelligenz, aber mehr meine Schwarmintelligenz. Schauen, ob am Deckel Öl ist. Okay, wild. Noch nie gehabt. Noch nie das Problem. Keine Ahnung. Ist auch erst jetzt so seit den beiden Flaschen. Ja, das ist ja meine Rezept. Du kleiner Mieser, Melvik. Du kleiner Mieser. Ich fass es nicht, ey. Ja, ja. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Ja, ja. Kleiner Gemeini. So sieht die Welt nämlich aus. So, ich würde einfach mal sagen... So. Machen wir Räucherpaprika und Salz und Pfeffer, würde ich sagen. Merkt ihr das, wenn du in die Schokobon-Tüte reinknallst? Als ob bei mir, als ob ich Schokobons komplett in einer Runde essen würde. Ich bitte dich, wo kommen wir denn dahin? Also, hallo, ich habe ja wohl genug. Dingeskirchen, wie nennt sich das jetzt hier? Selbstbeherrschung, um es nicht zu tun, ja? Entschuldigung? Bist du doof? Ja, nee, es sind eher, nee, wenn, weiß ich nicht. So, muss reichen. Oh, Knoblauch könnten wir noch ranmachen, ja. Toll, die Katze ist kacken. Ich liebe es. Mm. Super, Chat. Warum habe ich das nicht eigentlich direkt da rein gemacht und da drin gewürzt? Ich hab... Ja, lass mich drüber reden.
Okay, aber selbst auch keine Selbstbeherrschung. Ey, Schokobons sind einfach die besten, also wirklich die besten Dinger. Oh, das ist vielleicht ein bisschen doll heiß. Hupsi. Ja, mit mir zu kochen ist auch einfach ein Abenteuer tatsächlich. Ich würde halt das Teriyaki erst später dazu machen, wenn der Bims hier ein bisschen angebraten ist. So, oh, oh, oh. Aha, so. Geschafft! Chat war super! So. Da bestelle ich mir auch gerade was. Selbst bei. Oh, Tüte leer. Ja. Aber Chat, wisst ihr was? Du machst das super. Dankeschön, Sargträger. Dankeschön. Du bist der Teil meiner Community, der es schafft, dass ich weitermachen will. Und nicht einfach alles hinzuschmeißen, wegzulaufen und mich einzukringeln. So, aber warum stehen meine guten Gläser da oben? Fennec, ich raste aus. Halt die Schnauze. Hallo, Entschuldigung. Ja, und Melvig mag ich auch ganz gerne. So, oh, das riecht ein bisschen geil. Denn, passen da überhaupt meine Strohhalme rein? Ja, gut, geht doch, ne? Wieso ist also Schokobons und all das andere? Ich kann auch nicht alles davon essen, aber Schokobons sind halt einfach Liebe. Kann der Rest wieder gehen. Und Stroh ist auch manchmal ganz nett. Ihr wisst doch, dass ich euch mobbe. Ihr habt mich wohl die ganze Zeit gemobbt, ey. Jeder, der neu reinkam, dachte sich so, boah, ist die alte Lost im Kopf. So. Gibo wird mich hassen beim Schneiden. Aber meine Mama hat mir heute erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Nee, ist meine Band. Ist meine Band. Ilo die ganze Zeit richtig krass im Lurk, ey. So. Wie lange brauchst du noch circa? Oh! Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Reis gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Hoppla. Das wird super. Das nicht viel, trust me, ey, ich fand das schon ein bisschen, guck mal kurz in den Zimmer, sitzt er mit großen Augen. Ja, ich habe gerade vielleicht, also ich dachte so 400 Gramm Reis sind nicht so viel, aber das ist schon ein bisschen viel. Gibus wird katastrophal. Weißt du, Gibu, ich würde dir gerne so viel Leid ersparen, ne? Aber irgendwie so ein innerer Monk in mir sagt, nein, knechte ihn. So, jetzt brauche ich noch das und ich brauche Mais. Da, ba, ba. Der Junge muss arbeiten. Ich habe 400 Gramm Reis gemacht für 4 Personen. Wegen viel Cola. Ja, ja, ja. Also mich kriegt man auch so nicht ins Bett. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Es tut mir leid, wenn es heute wirklich niveautechnisch einfach Limbo tanzt. Ey, es ist wirklich schwierig. Aber kocht du nicht roh, was? Was, True? Was? Will die nächsten Kostüme sein Sch*** einbauen? Ja! Doch, indem man sagt, Nagi, Nessie und Unknown vermissen dich. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder keinen Plan, wie ich den nennen wollte, wirklich nicht.
spricht irgendwie auch gerade nicht für mich. Ey, das kann, also wirklich, das sieht doch aus wie Hähnchen, oder? So ehrlich müssen wir sein, oder? Oh, nachher wird Stefan kommen und wird schon wieder mein Essen nicht appreciaten, ey. Und dann wird einfach schon wieder mein Herz sterben, ey. Ich sag's euch, wie es ist. Weil ich mach das jetzt schön. So. Das ist Gyros. Also ich esse immer 100 Gramm Reis, weil ich zu faul bin, das sonst auszurechnen. Was bist du, ey? Du siehst aus wie von einer Maispflanze. Hm. Ich habe übrigens einen tollen Vorschlag. Wir machen Zwiebelringe. Da habe ich nämlich auch einen tollen Hack bekommen. Mhm. Chat, einfach krassester Kochstream, weil so viele Hacks und so viele Dinge, die ihr lernen könnt, ne? Ehrlich, das ist, Achtung, das wird jetzt crazy gleich für euch. Ach Gott, ey, alte Frau, ne? Du bist gar nicht alt. Du bist einfach nur unsportlich. Lifehacks mit 26. Entschuldigung. Gut aus, Pflanzenhähnchen. Ja, ne? Aber ich glaube, das ist auch fertig, so, I guess. So. Achtung, Lifehacks mit Ceci. Wir haben einen Sparschäler. Das funktioniert ja gar nicht so gut. Mano. Hä, warum funktioniert das denn bei mir nicht? Ist er nicht scharf genug? Das funktioniert gar nicht so gut wie in dem Video. Ach so, mit einer Gabel da reingehen. Dann geht das. Sagst du? Warte mal, bis du in meinem Alter bist. Nee, so rum ist schon richtig. Aha. Chat, da kommt er. Also nicht wie geplant, aber oh Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, alt zu werden, Leute. Ich sag euch, ich bleib einfach für immer jung. Ich bin einfach ein Vampir. Vielleicht sollte ich mal die Dame von TikTok anschreiben, ob sie mich verwandeln kann. Komm, ey, das wird doch nichts. Na, wie schneide ich das denn jetzt am besten? Vielleicht einfach so. Ja, das war kein guter Lifehack. Das probieren wir beim nächsten Mal nochmal mit einer größeren Zwiebel. Das sollte eigentlich so ganz dünne Dinger geben, aber das funktioniert gar nicht so. Ich glaube einfach, dass mein Schäler zu stumpf ist. Der ist nämlich wie mein Humor, einfach nur trocken. Ich sage doch, nee, trocken kann er nicht sein, weil es ein Schäler, er muss trocken sein. Gibt es so die große Reibe? Hä, wie eine Reibe? Mhm. Ey, ganz ehrlich, also ohne Knoblauch wäre mein Leben auch einfach sinnlos. Ihr braucht euch übrigens nicht darum streiten, wer älter ist. Unser Stream-Opi ist und bleibt höchstwahrscheinlich Elu. Elu ist nämlich letztens, ja. Seht ihr mal, hey, also Entschuldigung.
Ist doch nicht alt, ich bitte euch. So. Ich kann nicht mehr. Warum bin ich so klein? Ich hätte mal echt mehr Fruchtzwerge essen sollen. So. Oder muss man die Soße da reinmachen, während die noch in der Pfanne sind? Ach, so ist der Reis, ey. Tada! Guten Tag. Sollte man, damit die damit einzieht, okay. Dann musst du wohl noch mal da rein. Ey, ich sage euch, ne, ich improvisiere hier gerade komplett, ey. Ich weiß nicht so genau. Es wird schon gut. Meiner Fußballmannschaft, so, ich dachte, ich bin am ältesten. Alles gut, kein Stress, Sereno hier. Aber ich finde eh dieses, ja, ich bin viel älter als wie du. Ne, finde ich eh immer so ein bisschen so, uff. Am ältesten ist sowieso einfach Stefan, weil Stefan muss mich 24/7 ertragen. Und gleich danach kommt Fennec, weil wisst ihr eigentlich, wie grau Fennec geworden ist, seitdem er mich kennt? Der hat einfach ungefähr 100% mehr graue Haare als vorher. Der Mann also einfach mal 2 Pfennig mal 5. Ja, wobei, nee, bei Stefan haben wir dagegen gewirkt, weil Stefan sich dann auch im Fitnessstudio angemeldet hat. Aber... ja, das war schon smart auf jeden Fall. So, ich brauche jetzt... Was brauche ich denn? Eine Schüssel, glaube ich, wäre gut. Eine Schüssel wäre gut. So. Stefan flüchtet einfach schon zu seiner Ehefrau, Chat. Stellt euch vor. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Chat. Achtung, ich gehe mit heißen Sachen um. Haha. Oh. Vielleicht hätte ich das vorher mal loslösen sollen, so wie ich es eigentlich immer mache. Aber heute ist auch irgendwie einfach nicht mein Denktag, ey. Ich bin so hohl, ne? Ey, manchmal glaube ich, die Haarfarbe ist ins Gehirn gezogen, Alter. Und mit jedem Mal, wo ich das mache, werde ich dümmer. Ich weiß gar nicht, warum Leute Angst haben, wenn ich koche. Verstehe ich gar nicht. Habe ich euch jemals von meinem Ex-Freund erzählt, der einfach legit Aggression bzw. Angstzustände bekommen hat, wenn ich gekocht habe? Ja, nun. Ich kann mir langsam auch ein bisschen vorstellen, warum. Aber ich finde es auch nicht gerechtfertigt, muss ich gestehen. Weil so schlimm ist es ja gar nicht. So, ich glaube, ich habe noch nie so viel Reis, ey. Uiuiuiui. Oh. Umrühren. Ich bin der Rührer. So. So, Chat, reicht jetzt auch wieder mit Spaß, ne? Ist hier ernst. So, der kann erstmal ein bisschen auskühlen. So, Opa muss jetzt nochmal arbeiten. Okay, mach das. Hallo Beer Slayer, einen wunderschönen guten Tag. Ich mache es. Also, ich weiß nicht so genau, was ich tue. Aber ich glaube, es wird gut. Was macht man nochmal in Sushi-Reis rein? Also, ich weiß Reisessig, ne? Aber. Im Rezept stand Reisessig. Deswegen kommt da Reisessig rein, wa? Das wird einfach krass. Nein! Warum?
kann das auch einfach alles nicht mehr, ne? Oh, Chat ist ausgegangen. Das ist sehr gut, dann muss ich euch nicht mehr ertragen. So. Zu meinen Stimmt, Antero, du hast doch so fucking viel Sport. Antero, wir kennen uns ja schon so lange, ne? So. Ja, aber ich bin jetzt, wenn ich ehrlich bin, bin ich mir jetzt... Alarm! Ja, ist okay! Ist okay, will jemand zum Essen vorbeikommen? So, der muss ja jetzt auch erstmal ein bisschen durchkühlen, ne? So. Bin in 4,5 Stunden da. Ach, Kathi, wenn ich dich besuchen komme, was ja hoffentlich nicht mehr so lange dauert, dann koche ich für dich, okay? Und das ist vollkommen feini. Und dann koche ich für dich und dann hast du hoffentlich einfach einen schönen Abend an dem Tag. Hä, das macht gar keinen Sinn, einen schönen Abend an dem Tag. Ich kenne dich länger als meine Frau. Ja, ich weiß. Ich weiß nur jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Zeig nur, dass du deine Frau mehr liebst als mich. Maximale Vollkrise. Ich muss ja auch... Ih, das zieht ja Fäden. Warum ziehst du Fäden, Bibi? Was ist denn da los? So, jetzt sieht das gut aus, Leute. Ja, ey, Antero ist schon super lange am Start, Mann. So. So, ich überlege nur gerade, was wir mit den Algen machen. Hab noch Schokoladenpuddingkuchen. Oh, das ist voll geil. Bisley, das ist immer so in der Kamera. Aber wenn ich laufe, brauche ich länger einen Armband. Dann kriege ich mir keinen anstecken. Einfach in dem anderen Gefäß machen können. Was für ein anderes Gefäß. Ach so, ja. Oh, das wäre voll schlau gewesen. Schlau ist nicht meine Stärke. EGB-Hitzespulen her. Ja, na klar. So, das heißt, der muss jetzt ein bisschen kühlen. Aber ich glaube, bis hierhin läuft es ganz gut, Leute. Der schlimmste Part kommt noch. Trust me. Weil wir kommen noch an die Stelle, wo ich das Waffeleisen benutze. Und dann ist meistens vorbei. Also, Ich mache den Erdbeer-Tiramisu als Nachspeise. Oh ja, voll gerne. Das wäre super. Oh, das wäre voll schön. Heißt, du bist mehr so eine Süßkocherin. Heißt, du kannst besser süß kochen als warm. Nee, hä? Das macht keinen Sinn. Stimmt, es gibt ja aber... Ja, das gibt Waffeln! Ich weiß, wir haben uns jetzt alle damit abgefunden. Aber... Ah nee, wir nehmen auch mal die Reis-Nori-Algen, ne? Also ich hatte jetzt überlegt, Chat, ne? Ich hatte jetzt überlegt, dass man die... Machen wir die klein, die Nori-Blätter, oder lassen wir das? Oder mache ich die so zum Halten von der Waffel? Ist das eine Idee? Ich weiß es nicht, Leute. Soll ich die schlagen kommen? Wieso? Ey, ich habe das letztens einfach gesehen und mittlerweile denke ich mir so... Maybe not, weil... Oder maybe doch, ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich weiß, aber mittlerweile denke ich mir so, why not, Alter? Ich habe es noch nie getan, aber mittlerweile bin ich auch einfach für jede Schandtat bereit auf diesem Kanal, okay? Mann, also, weiß ich nicht. Muss auch irgendwie Geld verdienen, Chat. Deswegen rede ich euch heute Abend auf eine ganz neue Website rüber. Nein, Spaß. Dein Messer, dass du alles machst. Ja. Nein, also, nee, also, schwierig jetzt. Auch. So, ich hole mir mal noch einen. Gyros, wir haben kein Gyros. Also doch, Gyros ist vielleicht mal irgendwann zwischendurch da und lurkt hier mal so rein. Aber der hat momentan auch genug Stress tatsächlich. Da braucht er sich nicht nur bald streamen geben. Ah, Gott. Bisley, wie geht's dir denn?
Was macht die Social Media Pause? Und hallo Schiefelmann, schön, dass du da bist. Wir sind an der Kinderkommode in etwas wenig Stress. Es tut mir leid. Ich werde für den nächsten Backstream dafür sorgen, okay? Für den nächsten Kochstream ist es soweit. Da gibt es ja Strasssteine. Nee, Spaß. Okay. Ich weiß nicht, aber ich kann mir keine Swarovskis leisten. Das funktioniert leider nicht, Chat. Achso, den Alkohol muss ich. Tut man den? Ich weiß es nicht, Alter. Kein Plan, Mann. Ich tu den jetzt einfach wieder hier rein. So. Hat dir deine Mutter Cola erlaubt? Ja, meine Mama hat mir heute erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? So, ich räume mal nebenbei ein bisschen auf, ne? So auf schlaues Kaninchen oder so, keine Ahnung. Ich hasse Fortnite. So, wie kühl bist du mittlerweile? Aber ich glaube, zu kühl darf der auch nicht sein, ne? Aber wenn ich da jetzt das Eiweiß reinkippe, dann funktioniert das ja gar nicht, oder? Yippie! Ja. Ich weiß nicht. Soweit habe ich irgendwie nicht gedacht. Eiweiß würde sofort stocken. Ja, genau deswegen, ja. Aber ich brauche eine weniger warme Herdplatte. Da würde ich einfach... Ich gehe mal kurz in den Mund raus, mach das. Aber eigentlich kann Stefan sich schon mal auf den Weg machen. Es ist einfach schon 18 Uhr, Alter. Bestimmt sitzt Franny jetzt da. Was macht die Alte denn die ganze Zeit? Nicht so, ich weiß nicht, was ich tue. Ja, aber meint ihr nicht, der klebt auch so zusammen, wenn du ihn zusammenpresst in der Dingenskirchen? In der... Mann, ey, ich kann doch keine Waffeln. Warum bin ich hier? Warum mache ich so einen Kochstream, Alter? Warum mache ich Waffeln? Mann. Mensch. Jetzt sag mir bitte nicht, Stefan. Ist Stefan noch da? Weil du kochen magst? Ich mag kochen. Reiswaschdings nehmen. Ja. Ich kann nicht mehr, ne? Dann muss ich das kurz hier ein bisschen. Wisst ihr, was ein Problem ist? Wenn ihr nur ein Küchentuch habt. Naja, ich habe jetzt Stefan gesagt, er soll sich mal in Bewegung setzen. Dann gucken wir mal. Alter. Oh, es ist heiß. Ja, leck mich an Eier. Okay, cool. Aber vielleicht kann ich das jetzt auch noch so ein bisschen durchmischen, so. Guckt euch das an. Du kannst sie in Bewegung setzen, habe ich gesagt. Hier, bis 19 Uhr muss durch sein. Jana ist ja eh schon weg. Dann kannst du das mir mitnehmen oder so. Außerdem geht es gleich ans Waffeleisen. Ey, ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, warum. Meint ihr, ich kann das schon da draufstellen? Ist noch ein bisschen heiß, so. Aber ich bin mir nicht sicher, so. Also, nee, ich bin mir sicher, dass es noch heiß ist, so ein bisschen. Aber es dürfte ja gehen, weil... Ja. Ey, oder ich stelle darunter einfach ein Brett. Ich bin so dumm heute. Ja, aber es ist heiß von dem Ding. Nee, das wäre zu einfach. Ihr seid so blöd, ne? Mit euch kann man nicht machen. Alter, ihr seid...
so bescheuert im Kopf, ey. So, warte mal kurz. Ha, perfekt. Nein, ich habe vergessen, den Thunfisch zu machen. Okay, Chat, der Reis kann noch kurz warten. Ich habe extra für Thunfisch eingekauft. Warum bin ich denn so dumm? Why? Wie habe ich es bis hierhin geschafft? Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie alt der ist. Oder wie alt diese Dose ist. So, Chat, schnabberadapt machen wir jetzt hier. So blöd, ey, ich kann nicht mehr. So, der Geist-Zess, ja. Geist-Zessi, richtig am Start. So, oh, bitte alle Vegetarier und Veganer, guckt bitte weg, ey. Aber manchmal ist Thunfisch schon ein bisschen lecker. Deswegen gibt es hier in diesem Haushalt ab und zu mal Thunfisch. So. Ich glaube, da war irgendwas drauf. Da ist irgendwas ausgelaufen. Die Sau. Nein, sag mir bitte nicht. No. Das ist mein Nono-Sohn. Stop it. Don't lauf aus. Don't do this to me. Okay, darum muss ich mich später noch kümmern. So. Das wird toll, Chat. Das wird. Ich glaube, die armen Delfine schmeckt auch gut. Kennst du den von Jürgen von der Lippe? Da ging es auch so um die Thunfischpizza und so von wegen so, ja, aber was. Aber da werden ja auch Delfine mitgeangelt. Ja, lässt sich mit, schmeckt auch lecker. So. Oh, das war damals auch Comedy, ey. Den mochte ich ganz gerne, aber mittlerweile kannst du da, geht das, also mittlerweile könnte der sein Programm nicht mehr so schreiben. Ich glaube, das Beste, was ich von dem jemals gesehen habe, waren die 5 Stufen des Alkoholgenusses. Ja, passt schon irgendwie, wa? Sofort, da kannst du nicht mehr so bringen, wie es war. Ja. So. Ich weiß, es wird sich jetzt für viele sehr falsch anfühlen. Aber. Das muss so, Chat. Glaubt mir. Aber ich habe damals, ich glaube, das erste, was ich von ihm gesehen habe, waren die 5 Stufen des Alkoholgenusses. Und davon war ich so hooked, obwohl ich noch nicht mal Alkohol trinken durfte. Ich fand es lustiger, als ich wahrscheinlich damals in meinem Alter finden sollte. Ich glaube, wir müssen das komplett reinmachen. Naja. Ich esse eh kein Dingenskirchen. Da kommen Zwiebeln rein. Sogar 2 Arten von Zwiebeln. Das habe ich geliebt, ne, früher. Aber mittlerweile mache ich den immer mit veganem Krams. Sieht halt echt irgendwann richtig widerlich aus, ey. Seien wir einfach ehrlich zueinander. Es sieht nicht lecker aus, okay? So ehrlich müssen wir zueinander sein. So ehrlich bin ich auch zu mir selber. I don't know, wer sich ausgedacht hat, das zu veranstalten. Also wirklich, kein Plan, Mann. So, ich habe nämlich noch diese wunderbaren Jungs hier.
scheiße. Dann nehmen wir das Messer. So. Aber ich muss halt auch tatsächlich sagen, ich habe ja diesen wie Thunfisch und so schon mal probiert, diesen veganen Thunfisch, aber irgendwie fand ich das maximal komisch, ey. Ich habe gerade in mein Zimmer reingeguckt, über die Schulter, eiskalt, das sieht ja lecker aus, werde vor mir murren. Wohntest du nicht mittlerweile alleine, Gibo? So, das machen wir ab, das machen wir ab. Was ist rechts oben? Das ist veganes Chicken Teriyaki. Bisschen Pfeffer, wo bist du? Da hinten. Pfeffer. Das sah für mich wie geschmorte Schande. Hätte man auch machen können, ja. Boah, ich weiß halt auch nicht, wie lange man Frischkäse draußen stehen lassen kann. Ich habe halt keinen Plan mehr davon, ne? Weil ich halt alles sonst immer vegan kaufe, aber ich war heute faul und hatte keinen Bock, nochmal in den Rewe zu laufen. Deswegen habe ich über Flink bestellt. Dann musste ich normalen Frischkäse nehmen. Hätte es uns so den Brissot gegeben. Aber naja. Sieht einfach schon echt ein bisschen widerlich aus. Naja, egal. Nehmen weder ich noch meine Therapeutin noch sonst jemand zu. Außerdem will ich auch aktuell nicht ausziehen, schon allein, weil allein lassen möchte. Ah, okay. Ja, okay. Also das war so der letzte Stand, den ich hatte. Der ist aber auch schon ein bisschen älter, glaube ich, tatsächlich. Hat Stefan jetzt eigentlich gehört? Knobi! Knoblauch! So, Räucherpaprika. Let's go, let's fetz, würde ich sagen, wa? Ha! Ich muss jetzt halt allein für diesen Frischkäse einfach eine Laktosetablette nehmen, weil ich sonst einfach on-stream versterbe. Das sieht so widerlich aus, Alter. Das ist so widerlich, ey. Oh mein Gott, ich konnte damit irgendwie besser umgehen, als das nicht normaler Frischkäse war. Da sah das aber irgendwie auch nicht so aus. Toll, ey. Toller Vater, ey. Mhm. So, wir brauchen noch ein zweites Brett. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach. Im Zweifelsfall mache ich mit dem Eiweiß was anderes. Aber Chat, seid ihr bereit? Es wird katastrophal. Vielleicht sollte ich nochmal. Ich habe meine letzten Kochstreams immer so ausschnittweise gesehen, ne? Ich habe mich dann jedes Mal geschämt dafür, dass meine Küche aussieht wie Scheiße. Dementsprechend werde ich mir jetzt kurz ein Tüchlein nehmen und werde das hier nochmal. Das ist der von Franny wegen Stardew. Ja, wir haben eine extra Gruppe auf. Das kannst du vielleicht Dev einmal kurz Bescheid sagen. Es ist irgendwie, Kochstream ist immer so ein bisschen eskalativ. Ich weiß auch nicht so genau. Das ist sehr kacke. Und deswegen werde ich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen das abwischen. Weil ich habe es das letzte Mal im Kochstuhl gesehen, ich dachte mir so, Alter. Ui, das hat aber richtig gut funktioniert. Klasse, sehr schön. Ey, es sieht einfach immer so widerlich aus, ne? Und Reis hat so fucking viel Stärke. Warum? So.
Okay, es ist nicht optimal, aber es ist besser als vorher, würde ich sagen. Pack den Reis nochmal. Hallo, Herr Reis. Wie sieht's aus bei Ihnen? Der ist noch sehr warm, aber ja, das passt schon. Mhm. Oh, der ist ein bisschen salzig. Huch, hoppala. So, Leute. Jetzt geht's los, Chat. Freut ihr euch? Okay, ich muss jetzt gucken, wo ich den an Strom ranmache, weil nicht, dass ich mir hier gleich irgendwas rausschalle. Ich glaube, wir tauschen das einmal. Er dampft noch ein bisschen, deswegen bin ich mir da gerade nicht so sicher, muss ich gestehen. Warum hat denn das auch so ein Mini-Winnie-Kabel, ey? Das ist ja mega kurz. Excuse me. Wie kann er mit sowas arbeiten, ey? Scheiße. So. Ich lasse das jetzt einfach mal hochfahren, okay? Und dann packen wir da. Ich muss ja eigentlich den Thunfisch noch mal abschmecken. Ha! Tja, das wird der Beste. Das wird jetzt richtig gut, ey. Ich sag es euch. Ich hasse Waffeln machen. So, here we go. Let's fetch, I guess. So. Ich könnte mal nebenbei noch die Avocado schneiden. Und die Frühlingszwiebels, während das heiß wird. Habe ich meine Laktosetabletten hier stehen? Ja, okay. Probier mal ganz kurz den Thunfisch-Salad. Aus wie Grütze, ey. Mm-mm. Oh, das schmeckt gut, ja. Mhm. Ölzerstäuber habe ich nicht. Sowas gibt es in diesem tollen Haushalt nicht. Nee, nee. Aber ich habe so ein... Meint ihr, ich kann dann damit noch hier da rangehen? Oder schmilzt der mir... Oh mein Gott, das wird ja richtig schnell heiß, ey. Vielleicht drehen wir es auch einfach ein bisschen runter. Das wäre ja ultra schlau. Okay. Let's fetch it. Ab jetzt wird's gut. Oder meint ihr, ich soll das noch da reinballern? Blubber, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich weiß nicht, ob das was... Leute, ey. Liebes Reisungerteam, ich bin dankbar dafür, dass ihr mir so hart trustet und so hart in mich reintrustet. Also wirklich, das ist wirklich bemerkenswert, ey. Also, da muss ich wirklich mal Danke für sagen. Holy Guacamole. Ja, das wird super. Let's fetch. Abfahrt. Guck mal, ich habe hier sogar noch meine Reiskelle gefunden. Wir machen das mal so, I guess. Seid ihr bereit? Blättus! Wir gucken mal, wie es wird.
übertreib nicht, übertreibe nie. Ich übertreibe nie. Ja, das ist noch der Plan. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den überhaupt brauchen. Ich weiß gerade nicht, wo ich mein kleines Messerchen hin habe, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt warten wir, bis es raucht. So ungefähr. Ich habe keine Ahnung, wann das fertig ist. Kein Plan, ich weiß es nicht. Da sind zwei Lichter. Wir hoffen einfach mal, dass wir das Richtige erwischen, I guess. Vielleicht sollte ich einen großen Teller nehmen. Alter, jedes Mal, wenn ich Kochfilm gemacht habe, ist danach einfach eine Spülmaschine dreckig. Das kann doch nicht wahr sein. Es raucht. Ich weiß aber actually nicht, ob das gut ist, Chat. Keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Wenn grün dann. Oh Gott. Ich glaube, es funktioniert. Ja! Das ist Chat, das wäre der Knaller. Na, Feuerwehr. Oh, das dampft wirklich ziemlich doll, wa? Daddy! Daddy! Daddy hat erlaubt, dass ich richtige Cola trinken darf. Guck mal, wie toll ich bisher gekocht habe. Also es ist ein bisschen am Rauchen. Ich weiß nicht, wann die fertig sind. Keine Ahnung. Deswegen die sind ein bisschen, ja, so dollbraun sollen die nicht werden. Hallo, Chat. Das ist Daddy-Chat. So. So, Chat, die Avocado-Queen. Jetzt verkackst, pass mal auf. Nee, gar nicht. Los Perfectos. Was habe ich gesagt, Chat? Was habe ich gesagt? Selbst im Kochstream. Die hat es heute Morgen schon aufgeschnitten, die hat sie nur wieder zusammengeführt. Ich habe ein Messer in der Hand, ey. Wow. Du würdigst gar nicht meine Kochkunst. Klar würdige ich das, alles super. Deswegen habe ich eine richtige Cola bekommen. Das ist eine tolle Abzugshaube, ne? Ja, ich glaube, ich muss auch noch kurz, weil wir ja später... Wir müssen das mal noch ein bisschen wärmer hier machen. Wärmer? Wieso das gut? Also von dem hier passt das? Also vom nee, aber dass das, weil wir machen ja daraus das Thumbnail. Ach so, ja. Dass das ein bisschen schöner aussieht im Optimalfall. Und hat Jana noch was vom Kostüm gesehen oder nicht? Nee. Jana, so, nee, die Scheiße. Ha? Ja, die hat die Uhr geguckt, hat sie. Jetzt ist es 16.30 Uhr, sie wollte schon seit einer halben Stunde kochen, hat sie gesagt. Guck mal, es hat funktioniert! Ja. Ja, ja. Ja, kriegst du auch sogar raus. Hast du, meinst mit, du? Hast du vorher mit Öl eingerieben? Ja, ich habe vorher mit Butter eingerieben. Ja, gut. Ja. Ich glaube, ich lasse die nochmal drin. Die bleiben nochmal drin. Ich habe Angst davor. Dass sie so schwarz sind und so hart aneinander gehen, dass sie auseinanderbrechen. Dann haben wir Kalorien verbrannt. Ja, genau. Das ist sogar das Videobeweis. Ist so, ey. Guckt euch das hier mal an. Textery kann unmöglich Daddy zu dem Herrn sagen. Warum denn nicht? Das ist Daddy. Daddy fährt mit mir. Daddy hat mir eine richtige Cola sogar mitgebracht. Eine gute Fritz-Cola. Mm. Ich habe jetzt 400 Gramm Reis gemacht, ne? Nee. 400 Gramm? Ja. Okay. So.
Jetzt habe ich keine Löffel mehr. Die Geschirrspüler? Ist noch nicht gelaufen. Ich glaube, du sollst dreckig sauber machen. Die Katze verarscht mich, Stefan. Bin ich wieder, hier lebt ja doch alles. Ja, wir sind gerade wirklich dabei, eventuell den Durchbruch zu schaffen, dass ich nicht versage. Das wäre doch der Knaller, oder? Ich bin auf der Arbeit, meine Wohnzimmer gerade. Wenn ich da sieht man doch das, was er sonst nicht mehr macht. Der Mops ist im Wohnzimmer. Nee, im Wohnzimmer, nicht im Arbeitszimmer, Entschuldigung. Ja, das geht. Alter, ich krieg eine maximale Schwerkrise, ey. Ach, ja, ich will dich gleich wieder von Chat angeschrieben werden. Nee, das darfst du so nicht machen. Dann mach ich das. Das ist Teflon. Ach, was die Dinger alles durchhalten müssen. So, Jana. Pack unter. Ja, zack. So. Können wir gleich die nächste Fuhre reinmachen, wa? Dann mach die nächste Fuhre da rein. Kannst ja für den Rest noch mitnehmen für Fabi und Jana später. Ha! Das wird nicht zu trocken, das passt schon. Soll ich dir gleich eine fertig machen? Mach erstmal den Deckel da drauf. So. War das richtig verteilt? No. Nein, es war nicht gut verteilt. Es ist schon gerade schon wieder auseinandergefallen, weil wir es nicht nachgefettet haben. Das passt schon. Brauchst du nicht nachfetten. Das muss schon verteilen. Der Rest backt der Hand schon zusammen. Ja, dann drück jetzt runter und zusammen. Ich glaube, es kann raus. Yes, so. Warte. Nee, hier liegt es nicht. Warum liegt das denn jetzt da drüben? Ich möchte das nicht. So. Wolfsbart, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit den Toppings, aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Oh Gott. Das ist doch Gemüse. Das kannst du im Notfall auch mal in die Pfanne raus und anbraten. Nicht so schön aus wie auf dem Bild, Stefan. Wieso nicht? Weil es auf dem Bild schöner aussah. Ja, ich meine, auf dem Bild hast du aber noch mal einen dritten Kandidaten, der mitkocht. Das nennt sich Photoshop. Das glaube ich nicht. Na klar. Das ist alles Lug und Betrug. Oh, das funktioniert sogar, ey. Ich kann nicht mehr, ne? Ja. Warum funktioniert denn das jetzt plötzlich? Jetzt, ich mache keine Waffeln. Ja, klar. Du kannst dich engagieren. Nee. Kommst du mit im Sommer? Wohin? Ins Kinderferienlager und dann kannst du richtig Waffeln im Akkord. Bescheuert? Na klar. Kannst du dich nicht mehr rausreden von wegen, ich kann das alles?
Ich kann das ja auch nicht. So. Und jetzt noch für den... Das Design? Ja! Guck mal! Ja, mach ein Foto. Aber es sieht hässlich aus. Ich will die zwei schon... Hier, was bitte schön. Ist. Hallo Electric sein. Wunderschönen guten Tag. Bin ich dir. Wie geht's dir? Immer? Das zweite. Außer nachts, da benutze ich dann das Nachtprogramm. Weil ich mir denke, ein richtiges Asshole kann ich ja auch nicht sein, ne? Zwei. Ja, es sind 50 Grad, das dürfte ja gehen, ne? Aber ich mache jetzt noch eine andere. Ich mache jetzt noch die mit Thunfisch. Mhm. Weil ich habe ja gerade auch noch eine Thunfischcreme gemacht. Dann können wir ja beides probieren. Ich habe auch noch veganen Lachs da. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht, Chat. Klasse, oder? Schaut euch das mal an, ey. Nur 5000 Nervenzusammenbrüche, aber ansonsten war es okay. So, Reisam, sehen besser aus als die aus der Tüte. Glaubt mir, das sind auch nicht die gleichen, glaubt mal. So, die kann erstmal da rein. Glaub mir, die hier haben nicht so wenig Kalorien wie die aus der Tüte. Oh, ich mach einfach, Leute, ich mach einfach einen Laden auf. Mit Reiswaffeln, Alter. Mm. Das funktioniert. Ja. Siehst du doch. Ja, sicherlich. Jetzt könntest du vielleicht 3 Körbe beköstigen. Du hast dafür wie lange gearbeitet? Weißt du, wie teuer du die machen musst, damit das jetzt rentiert? Da musst du mal Quad arbeiten. Mach's nicht kaputt, Stefan. Ich bin gerade richtig stolz. Ich habe vergessen, bei dir bei der anderen Frühlingszwiebeln drauf zu machen. Das ist nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. So, Thomas, hallo, was geht? Schön, dass du da bist. Ah, Junge, betriebswirtschaftlich habe ich immer eine 1 gehabt. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Bring, super mal, toll bring aus. Mal die andere bitte zurück. Vom Design her kannst du das auch alles super toll verkaufen. Und wenn du das jetzt geschäftsmäßig machen willst, musst du das halt auch im Akkord können. Ich will nur gucken, dass wir ein gescheites Thumbnail bekommen. Deswegen. Ja, wenn du ein gescheites Thumbnail machen willst, ne? Ja, ich muss gleich. Dann machen wir den Quatsch noch ein bisschen zur Seite. Und dann brauche ich noch meinen besten Mitarbeiter. Wo ist mein bester Mitarbeiter? Bester Mitarbeiter liegt hier. Das Telefon, oder? Nee, ich brauche den hier. Hallo Mopsi. Hast du das vorhin mitbekommen, die dumme Sau, ne? Ja. Die verarscht mich. Ja. Und dann hat sie mir mein Schleckerli auch noch stehen gelassen. Ja, das hast du auch nicht auf die Position gestellt. Das ist zwei. Jetzt ohne. Das sieht immer links von dem. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt, ja. Nein. Nein, Stefan, das ist aber nicht okay. Glaub, ob das okay ist oder nicht, das ist ja egal, aber. Ich fass es nicht, Alter. So, oh mein Gott, hast du Chat angeschmissen? Ja, schmeiß mal Chat an. Porträtmodus. Vielleicht solltest du mal ein leuchtendes Mikrofon machen. Hier, kümmere dich mal um Chat. Hallo Chat.
Ja, genau. Ich sehe das genauso, Jungut. Der beste Mitarbeiter ist hier da und hält gerade das Mikro. Hat Jungut gesagt, der beste Mitarbeiter hier. Ich muss das auch noch richtig präsentieren. Ich glaube nochmal so. Ja, na klar. So wie dein Baby, so. Guck mal, ich hab's hier. Mm, oh. Ja, sie macht das schon gut. Das war alles noch nicht. Oh, ihr seht das ja auch, wie sie sich da einen abkaspert vor der Kamera. Ja, ich bin scheiße, habe ich gerade gehört. Seht ihr dieses Grinsen, dieses Hardcore-Grinsen? Mopsi denkt sich auch, was passiert da? Ich glaube, Mopsi hat ihr Leben aufgegeben. Nee, Mopsi, du brauchst gar nicht herkommen. Gib kein Schleckerli jetzt. Du hast zwei gekriegt, heute ist Schluss. So, reicht. So. So, das hat sie wieder. Und da noch rein. Oh, so schlimm ist es, Mops. Ich glaube das jetzt aber nicht. Ich glaube das nicht. Ah, geht gleich los. So, hier. Den Chat wieder in den heiligen Ort. Warum gehst du denn jetzt? Ich dachte, wir essen jetzt. Nicht, dass auch Rotterfelder der beste Mitarbeiter im Monatsauszeichnung. Gott, stimmt, da sind ja noch Waffeln drin. Ah! So, Achtung. Ey Leute, ich sag euch, ne, ab heute bin ich einfach die Waffle Queen. Es gibt den Muffinmann und die Waffle Queen. So sieht die Welt nämlich aus. Es tut mir leid, dass ich gerade sehr wenig auf den Chat eingehe. Nicht mitmachen von wegen bester Mitarbeiter mehr. Also, nein, Freitag, aber du kannst mir nicht Euro. Was? Es gibt ein VOD. Propaganda-Beef, es gibt ein VOD und wir laden die auf YouTube hoch. Also auf YouTube kannst du alle Kostüms nachgucken und ich glaube tatsächlich sogar die Sushi-Torte wird noch geschnitten. Musst du aber Gibo fragen. So. Ich würde sagen, wegen Essen von beidem jeweils die Hälfte. Die Essen von beidem jeweils die Hälfte. Mhm. Also das ist mit Teriyaki und das ist mit Thunfisch. Dann fange ich auch mit Thunfisch an. Ne Mops, wir fangen mit Thunfisch an. Guck mal, das nimmst du jetzt so. Ich habe mir auch was dabei gedacht. Jetzt muss ich den besten Mitarbeiter hier aus dem Weg räumen. Stürzt der dein Ernst, Stefan? Was denn? Die Vorsicht, die ich das da drüber gestellt habe? Ja, habe ich gesehen. Ja. So, das nimmst du so in die Hand. Die hinten ist auch zum Festhalten. Da hinten ist... Oh Gott, das will... Hoffentlich zerbricht die jetzt nicht. So. Oh, das ist nicht geil, ey. Mhm. Ey, das ist so geil, ne? Das kann man essen. Ich werde auch bei dieser Aussage nicht bedroht oder sonstige Sachen. Das kann man wirklich essen. Kannst du mal bitte deine Hand von meinem Gesicht wegnehmen? Vielleicht nimmst du den Teller oder so. Ja. Damit man mich auch sieht, wie ich das genieße.